Vision Pig, das Wissenstransferprojekt von Schweinehaltern für Schweinehalter. An der Stelle, wo wir stehen, war ein alter Schweinestall, den haben meine Schwiegereltern betrieben. Wir haben dann komplett neu konzipiert nach Öko, wir haben neu gebaut und sind dann in den neuen Abwerkestall eingezogen 2005 mit freiem Abwerken, also ohne Fixierung. Kaltstall komplett anders, komplett neu. Und wir sind also einzogen mit Jungsauern, die lernen das am leichtesten, das hat auch super funktioniert. Und dann haben wir den mutigen Schritt, das war dann eine, ich glaube, das war sogar eine der ältesten Sauern im Bestand, die hat im Schultergurt abgeferkelt gehabt, halt vorher bei den Schwiegereltern die ganzen Jahre. Und dann sind wir in dieses freie Abferkeln. Und die Sau hat Nest gebaut, die hat das komplette Verhalten gezeigt, am Anfang mit Stroh, mit Nestbau, mit Durchkauen, mit Ferkeln, hat einen Bezug zu ihren Ferkeln aufgebaut. Das Bild habe ich einfach im Kopf. Das ist für mich mit die stärkste und größte Emotion, was da für eine Mutter-Kind-Beziehung bei der zwischen Sau und Ferkel sich aufgebaut hat, nach dem, weiß ich nicht mehr, 8., 9. oder 10. Wurf. Das vorher einfach in der Fixierung nicht möglich ist, weil die Sauen können ja nicht weg, die geben irgendwann den Widerstand auf, fressen und säugen und mehr ist eigentlich nicht drin. Und da war das war einfach schön, das zu beobachten. Ich habe mich für die freie Abferkelung entschieden, weil sie dem natürlichen Verhalten des Schweins am nächsten kommt. Der Nestbautrieb kann besser ausgelebt werden und die Sau kann durch Bewegung den Geburtsverlauf unterstützen. Bei der freien Abferkelung ist die Sau nicht durch einen Ferkelschutzkorb beschränkt und kann sich durch diese Freiheit besser entspannen. Diese uneingeschränkte Bewegungsmöglichkeit fördert das Sozialverhalten deutlich. Wichtig ist auch, dass die Ferkel viel besser von der Mutter lernen können als in den fixierten Systemen. Und wir haben uns bewusst fürs freie Abferkeln entschieden, weil das einfach nochmal eine Stufe weitergeht. Und wir haben uns dann im Vorfeld erkundigt, was brauchen Sauen? Sauen haben Verhaltensweisen. Und da haben wir festgestellt, dass das am besten den Tieren zu ermöglichen ist, indem man freies Abferkeln macht. Das war sicherlich ein Lernprozess. Wir sind nicht von vornherein super damit klargekommen. Wir haben die Bucht in der Schweiz kennengelernt, haben gesagt, das möchten wir gerne auch bei uns haben. Aber wir mussten sehr viel dazu lernen. Ja, man muss es einfach so sehen, dass der Kastenstand ja nicht nur erfunden oder genutzt wurde, um jetzt die Arbeitsabläufe zu vereinfachen oder sonstiges. Man hat ja auch tierschutzrelevante Aspekte damit in Betracht gezogen. Und man hat natürlich, wenn man irgendwas macht, man hat nicht nur positive Effekte, man hat auch immer wieder negative Nebeneffekte, wie man sie auch nennen möchte. Und sicherlich der Kastenstand an sich, wenn man den als Außenstehender betrachtet und sich vorstellt, dass eine Sau da 4 Wochen drin steht, dann ist es sicherlich schwer zu verstehen. Aber wenn man wirklich in dem Bereich arbeitet und ohne Kastenstand arbeitet, dann muss man viele Faktoren berücksichtigen. Und ich sehe es ein, dass eine Sau zur Geburt und die Tage nach der Geburt auch vielleicht mal fixiert werden muss. Es ist von Sau zu Sau unterschiedlich, um den Ferkeln letztendlich den nötigen Schutz auch zu bieten. Die haben ja nicht viel Ausweichfläche und die ziehen sich eigentlich immer wieder zur Mutter. Und wir haben hier bei uns in der Abferkelung in den Hütten ja jetzt die letzten fast 30 Jahre unsere Erfahrung gesammelt. Damit das freie Abferkeln wirklich funktioniert, braucht es diese Buchtenstruktur. Die Sau muss wissen, und das ist der Schlüssel zum Erfolg, wirklich, dass sie ein Geburtsnest hat. Also wir haben ja in der Abferkelung haben wir für jede Sau ein Gehege vorgesehen mit einer Hütte. Diese Hütte hat eine Grundfläche von ca. 5 Quadratmetern, ein bisschen mehr als 5, und ist voll isoliert. Und im Winter haben wir halt den Vorteil, dass wir durch die Isolierung auch in der Hütte ein vernünftiges Klima haben, also bestimmte Wärmeanforderungen erfüllen können für die neugeborenen Ferkel. Und im Sommer können wir diese Hütten, wie sie jetzt ja auch sind, öffnen, vorne und auch hinten, wenn es ganz warm wird, sodass wir da dann den Schattenbereich haben, wo ein leichter Luftzug durchziehen kann, dass die Sauen sich auch vor der Sonne dann schützen können. Da hat man ja hier ja vollwertigen Stall, 15 Quadratmeter für eine Sau, also bitte. Ich habe mal im Lehrbetrieb hatten wir auch diese Freilandhütten und da hatten wir auch einmal Geburtshilfe und die ist rückwärts in die Hütte reingeparkt, also Schnauze zum Ausgang. Ja, kommst ja gar nicht rein. Hinten hast du eine Luke, wo dein Kopf und ein Arm durchpassen und nicht mal beide Arme. So, und dann machst du da Geburtshilfe mit.
ja, die Sauen brauchen gerade auch in einer Bewegungswoche Platz. Das ist ganz, ganz wichtig, damit die einfach ihre Punkt strukturieren können, für sich strukturieren können. Ich meine, wir können denen das vorgeben, aber sie müssen es eben auch annehmen. Und das ist einfach die Herausforderung. Es kommt aus dem Wildschweinebereich, auch da ferkeln Wildschweine 2 Wochen, sondern sie sich vor der Geburt aus der Rotte ab und ferkeln im Dickicht. Dieses hier, das Geburtsrett, ist das Dickicht für eine Sau. Hier kann sie ihre Ferkel zur Welt bringen und kann ihre Ferkel beschützen. Und deswegen haben wir zu, ich sag mal, 95% tiefenentspannte Tiere. Zu 99% ferkeln die Sauen alle hier in dem Dickichtbereich. Hier wird dementsprechend ist das Ferkelnest direkt am Geburtsnest dran. Die Ferkel haben kurze Wege zu ihrem schönen, warmen, geschützten Liegebereich. Und die Sau hat gerne es nicht so warm. Die Ferkel schön in ihrem Ferkelnest mit einer Deckelheizung. Temperaturen von 35 Grad an abwärts bis zur 6. Lebenswoche. Und dadurch haben wir die Möglichkeit, Einfluss zu nehmen auf die Ferkelverluste, was einfach ganz entscheidend ist. Denn hier wird Geld verdient oder vernichtet. Und dadurch, dass die Ferkel den kürzesten Weg haben, sind die nach 2 Tagen, sind die, wenn sie satt sind, lieber im Ferkelnest. Und sie bleiben auch die ersten 4-5 Tage hier im Nest drin. Da kommt ein Brett dementsprechend rein. Und erst danach können die Ferkel mit Mama nach draußen hingehen, in den Auslauf rein. Die Struktur beinhaltet einmal das Ferkelnest, das Geburtsnest und den Küchenbereich, den Fressbereich der Sau. Hier frisst Mama mit ihren Ferkeln zusammen. Hier säuft Mama mit ihren Ferkeln zusammen. Eine sehr gute Vorbereitung auf die Ferkelaufzucht nachher ohne Mama. Denn wir haben wirklich keine Probleme mit Poli oder Endotoxine. Das funktioniert auch sehr gut, weil Mama mit ihren Ferkeln zusammen frisst und säuft. Und dann ist, wie gesagt, der Auslaufbereich das weitere Highlight für unsere Tiere. Und dieses findet sich dementsprechend auch nachher in der Ferkelaufzucht wieder. So können sich die Ferkel durchaus orientieren, einmal bei Mama im Abferkelstall und nachher in der eigenen Ferkelaufzucht, beziehungsweise nachher auch dann im eigenen Maststall. Aber es ist keine gestaltete Bucht. Ich habe hier so, wie es hoffentlich für die Sau am besten ist. Die Sau kann raus, die kann sich bewegen. Die hat 2 Klimazonen. Einmal die Außentemperatur, dann in der Hütte. Die Hütte soll sie so heizen, dass die Ferkel da auch ihre 20, 25 Grad haben. Die kann hier wühlen, wenn sie will, aber Nestbauverhalten kann sie sowohl hier als auch im freien Abferkeln in der Strohbucht ausüben. Ganz mit dem Arbeitszeitaufwand wie im Ferkelschutzkorb wird man nicht auskommen. Man wird einen höheren Aufwand haben, eine Arbeitszeit. Ich sehe das aber immer auch auf 2 Gesichtspunkten. Eine Voraussetzung für die freie Abferkelung ist, dass ich sehr fitte Sauen habe, dass ich auf sehr ausgeglichene Würfe züchten muss, dass ich in weitergehenden Arbeiten deutliche Zeiteinsparungen habe, die ich dann lieber in die Zeit rund um die Geburt stecken muss, weil da das Ferkel noch am hilflosesten ist. Nachher, wenn die 48 Stunden, 72 Stunden alt sind, sind die Ferkel schon relativ fit und können der Sau aus dem Wege gehen. Und wenn die Sau dann auch von ihrem Fundament sehr stabil ist, dann habe ich eine gute Voraussetzung, dass ich gar nicht mehr so viel Zeit da reinstecken muss, weil das System alleine läuft. Wir machen Geburtsbegleitung bei unseren Damen im Stall und sind aber dementsprechend dabei. Wollen aber auch möglichst wenig in die Kreisläufe eingreifen. Was also heißt, wir schauen erstmal gut zu, beobachten die Tiere. Aber es ist interessant, wir können bei den Sauen im Prinzip im freien Abferkeln alle Maßnahmen machen. Wir können in die Bucht reingehen, wir können Ferkel von der Sau wegnehmen, wir können Ferkel ans Gesäuge setzen. Es ist ihr Schutzbereich. Hier, sag ich mal, hat die Sau das Sagen. Hier, sag ich mal, kommt von außen rein, akzeptieren das Ganze. Und wir können wirklich bei der Geburt alle Maßnahmen ohne Schwierigkeiten durchführen. Sobald die Nachgeburt da ist, gibt es einige Damen, die sind sehr mütterlich, zeigen uns Bauern also, dass sie ihre Ferkel beschützen wollen, werden nochmal aggressiv.
Das wissen wir dann, aber bei der Geburt selber können wir wirklich alle Maßnahmen ohne Schwierigkeiten durchführen. Also ich habe 3,5 Monate in England gearbeitet, auf einem Freilandbetrieb mit 2000 Sauen. Und da habe ich ungefähr 900 Abwicklungen gemacht. Und eine Sau ist verendet, weil sie Geburtsprobleme hatte. Und diese Quote finde ich verdammt gut. Also daher nehme ich die Erfahrung, dass es nicht notwendig ist, unbedingt einzugreifen im Freiland. Ein großer Teil der Geburtshilfe ist für mich auch, die kann hier rausgehen, die kann wühlen, die kann sich in die Sudel legen, wenn es ihr mal zu viel wird, und sie kann kurz mal abkühlen und abschalten und dann geht sie wieder rein und macht weiter. Alles schon gesehen und gehabt hier. Die kann vorher ihr Nestbauverhalten ausüben. Einfach beobachten, die Verhaltensweisen der Tiere beobachten und die Damen im Stall auch einfach mal machen lassen. Das Nestbauverhalten ist ganz wichtig für die kurz vor der Abferkelung stehende Sau. Das ist so ein Urinstinkt, der bei dem Tier immer noch drin ist. Das heißt, das Vorbereiten auf die Geburt, die Bewegung tut ihr gut, rund um, also kurz vor der Geburt, um einfach auch die Körperprozesse gut in Gang zu halten, aber eben auch um Stressabbau zu betreiben durch das Sammeln, durch das Kauen auf dem Material, beruhigt es die Sau und sie kann sich viel besser auf die Geburt einlassen, um auch sich zu entspannen. Ein ganz wichtiger Faktor, damit Geburten vernünftig und zügig gehen, ist auch ganz viel Entspannung bei der Sau. Alles, was Verkrampfungen auslöst und so weiter, bedeutet immer Schmerzen, Geburtsverzögerungen und so weiter. Das Abferkelmanagement, der Kernbereich, hier wird Geld verdient oder vernichtet. Wir müssen die Ferkel schneller ziehen, dass sie ins Ferkelnest reingehen. Das machen wir, indem wir die ersten 2 Tage immer wieder ins Ferkelnest reinsetzen, dass sie wissen, wie schön warm es da dementsprechend ist. Das heißt, sie machen das wie Folgendes, dass wir die Bucht einmal absperren können. Auch bei weiteren Maßnahmen, Impfung etc. Jetzt ist das Ferkelnest ganz für sich und setzen dementsprechend jetzt die Ferkel ins Nest rein. Und in der Zeit hat Mama ihre Ruhe und nach circa einer halben Stunde werden die Ferkel wieder beigesetzt. Auch der Vorhang, den wir hier vorne im Ferkelnest haben, der wird während des Geburtsvorganges wird der rausgenommen, dieser Vorhang. Ich demonstriere mal einmal. Jetzt geht von der warmen Heizung die Wärme ins Geburtsnest rein und dadurch hat man dementsprechend auch während der Geburt immer genügend Temperatur, dass keine Ferkel kalt geboren werden. Anschließend wird der Vorhang hier ins Nest reingemacht. Und so haben wir ein Kleinklima für die Ferkel mit circa momentan 27 bis 30 Grad. Und Mama hat es dementsprechend passend warm oder kalt. Der Idealzustand von einer Sau, die frei abferkeln soll, ist, dass sie möglichst fit ist, einmal von ihrem Bewegungsapparat, ganz allgemein gesprochen, also gute Klauen, gute Beingesundheit, damit sie sich sicher fühlt beim Stehen. Das hat auch gleich Auswirkungen beim Hinlegen. Ne? Wenn das nicht wehtut und die Sau fit ist, nicht zu schwer ist, dann legt die sich anders hin als eine Sau, die meinetwegen zu schwer ist oder Probleme auf ihren Füßen hat. Die schmeißt sich viel eher hin und steht dann auch nicht wieder auf, wenn das Ferkel kreischt, weil sie selber erstmal im Vordergrund steht. Also die Sau muss fit sein und fit bedeutet vom Ernährungszustand bis hin zum Knochenbau frei sein von Schmerzen, damit dieses Ablegeverhalten schon eigentlich optimal ist. Umso besser sind die Ferkel geschützt. Es gibt keine absolut schlechte Genetik und es gibt keine perfekte Genetik, egal in welchem Bereich man guckt und für welchen Bereich man sucht. Es ist immer nur, jedes Zuchtunternehmen, jede Genetik hat immer seine Zuchtziele und entwickelt sich weiter. Und da muss man immer wieder gucken, ob das noch passt für einen selbst. Also ja, anfangs hatten wir eine Sau mit viel Duroc-Anteil. Die gab es dann irgendwann nicht mehr, weil Duroc vom Markt nicht mehr gewünscht war in der Mutterlinie. Dann haben wir
auf eine andere Genetik umgestellt. Die wurde irgendwann so leistungsstark, dass wir sie vom Verhalten und von der Fütterung nicht handeln konnten. Und so ist das ein Prozess, der immer weitergeht. Und zurzeit sind wir jetzt dabei und wir sind ja Eigenremontierer und haben jetzt Genetik aus der Schweiz, die wir einsetzen. Kann ich jetzt noch nicht viel zu sagen. Es wird ihr nur nachgesagt, dass die schon ein bisschen in diese Richtung züchten, wie wir sie hier vorfinden. Also freie Abferkelung, Langschwanz bei den Ferkeln. Das ist in der Schweiz schon über Jahre verpflichtend. Und da hat man natürlich dann auch die züchterischen Merkmale mehr drauf gelegt als jetzt in Deutschland. Und da versprechen wir uns jetzt, dass wir dann in dem Bereich besser werden. Wir haben ja 2005 in den neuen Stall gezogen mit dem freien Abferkeln und mit dem alten Schweinebestand. Also das waren deutsche Landrasse, ganz klassisch deutsche Landrasse Sauen. Und haben dann festgestellt im Laufe der Jahre, dass eigentlich das Handling immer schwieriger wird. Also die Sauen haben teilweise, ich vermeide mir, dass ich sage, das ist eine Aggressivität, weil eine Sau eigentlich meiner Meinung nach nicht aggressiv ist gegenüber dem Betreuer, sondern sie verteidigt. Das ist so meine Beobachtung. Also Angst, aus einem Angstgefühl heraus eine Verteidigung. Und das ist mit jeder Generation gefühlt schlechter geworden. Und wir haben dann 2011 eigentlich, um diese Kohleresistenz in den Bestand zu bringen, in der Schweiz Sauen geholt. Also Schweizer Edelschweinsauen, kohleresistent. Das war der Hauptgrund, um beim Absetzen diesen Kohledurchfall in den Griff zu kriegen. Hat sich im Nachgang auch sehr gut bewährt, war ein Volltreffer, was das Absetzen betrifft. Der Nebeneffekt war aber, der war so eigentlich gar nicht beabsichtigt, dass die Sauen beim ersten Ferkeln, man ist dann dabei, weil ja eine neue Sauen, dass die auf einmal im Verhalten ganz anders waren. Also man geht zu den Sauen hin, die bleiben liegen, die sind ruhig, die kann man Geburtshilfe drin sauber machen, man kann Ferkel abnehmen für eine Behandlung, Eisengabe, Kontrolle, das ist alles möglich. Und das war man so vorher gar nicht mehr gewohnt und ich führe das einfach darauf zurück, dass die Schweiz hat Anfang 2000 meines Wissens den Kastenstand verboten und das ist ganz einfach eine Selektion. Also das ist eine Selektion der Sauen auf selbstbewusste Sauen, so sage ich immer, die einfach diese Angst nicht entwickeln, dass sie als Betreuer ihnen jetzt irgendwas wegnehmen will oder irgendwas antun will, sondern die sind entspannt, die bleiben liegen, weil ich immer meinen Kopf, es ist auch nicht jede gleich. Und das ist für mich so der Knackpunkt, weil ich sage, wir haben jetzt Stallsysteme entwickelt, die funktionieren im freien Abferkeln und man braucht die Genetik dazu. Und im konventionellen, das ist nicht einmal ein Vorwurf an die Haltung, aber in einem Kastenstand habe ich das Selektionsmerkmal nicht, weil die Sau ist fixiert und es kann nichts passieren. Also es wird kein Selektionsdruck auf das Verhalten der Tiere ausgeübt. Wenn die Sauen, sobald man die Tür aufmacht, sofort aufstehen, habe ich natürlich hinterher wieder, weil die ist nervös, die schaut erst einmal, wo haben ihre Ferkel und legt sich wieder hin und bei jedem Ablegen habe ich halt auch potenzielle Gefahr, dass es Erdrückungsverluste gibt. Also ich bin schon der Meinung, dass ich mit ruhigen Sauen tendenziell weniger Verluste habe. Und es gab jetzt auch ein Projekt, das habe ich mit initiiert in der LFL in Bayern, Landes- und Staat für Landwirtschaft. Wir haben jetzt seit 15 Betriebe über 5 Jahre immer erfasst, Abferkeldaten und dann vor allem das Verhalten beobachtet und bonitiert. Und das ist jetzt gerade in der Endphase am Auswerten. Aber es gibt definitiv diese Einflüsse der Sauernherden auf das Verhalten. Und das ist zentral, damit freies Abferkeln funktioniert. Auch bei der Genetik haben wir selber gewisse Anpassungen vorgenommen. Wir hatten das Glück, dass wir norwegische Genetik einkreuzen konnten. Die Topix Norswien-Sau in Norwegen kannten die Sauen schon seit 2003, das freie Abferkeln, und waren dementsprechend daraufhin gezüchtet. Und man sah den Sauen einfach hier im Abferkelstall an. Das Abliegeverhalten war ein anderes. Die Verluste sind also dementsprechend auch zurückgegangen. Wir möchten gerne so viel lebendgeborene Ferkel, wie die Sau Zitzen hat. Das heißt also wirklich jedes Ferkel eine Zitze. Wir sind momentan bei 14,7 lebendgeborenen Ferkeln.
Bei jeder Remontensau werden die Zitzen gezählt, sodass wir wirklich sagen können, wir wollen nicht mehr als zwischen 14 und 15 lebend geborenen Ferkel bei den Sauen haben. Das ist die Genetik von der Sau. Das zweite ist Genetik bei den Gebern. Auch da setzen wir sehr vitale Genetiken ein. Es gibt Ferkel, die werden geboren. Und es gibt Ferkel, die springen auf die Welt. Und das ist uns eigentlich in der Genetik lieber. Das ist also momentan bei uns auch eine Vier-Tränk-Einkreuzung, die sehr vital sind. Und da legen wir oder unsere Damen auch großen Wert drauf. Was wir festgestellt haben, also es ist oft die Genetik, also das Tier an sich, was schon mal den Ausschlag gibt. Und dann der Gesundheitsstatus, wie gesund ist ein Tier und der Fitnesszustand, also Futterzustand, all das Ganze. Und wenn man das ins Optimum bringen kann, diese Faktoren, dann geht es auch ohne. Muss man jetzt auch wieder berücksichtigen, dass wir hier im Bereich der Verluste schon höhere Werte haben. Also wir liegen im Schnitt irgendwo so bei 17-18% Saugferkelverluste. Und wenn die Bedingungen nicht passen, also wenn die Tiere nicht gesund sind, wenn das Wetter nicht mitspielt, dann schießen wir auch mal hoch bis an 30% Verluste. Okay. Und wir können heute sagen, mit den freien Abferkeln sind wir, was insgesamt Verluste angeht, ähnlich wie der Durchschnitt vom Erzeugerrang Westfalen-Lippe mit 19% Saugferkelverlust. Das Ziel ist auf jeden Fall, in spätestens 2 Jahren bei 15% Verlusten zu sein. Und bei uns wird wirklich jedes Ferkel, was verlustig ist, aufgeschrieben. Die Verlustursachen werden aufgeschrieben, um uns einfach auch dann zu verbessern. Also wir haben ja so ein 3-Wochen-System mit 8 Sauengruppen. Das heißt also, alle 3 Wochen kommt ein Rüttel zum Ferkel, nachdem bei uns ja keine hormonelle Steuerung erfolgt, also weder Geburt noch Brunst, sind die Geburten so von innerhalb, sage ich mal, einer knappen Woche. Das geht am Mittwoch los und hört in der Regel am Sonntag dann auf. Das heißt, beim Wurfausgleich muss ich natürlich mal schauen, dass man die Ferkel, dass die einigermaßen zur Sau passen. Wir machen es nicht grundsätzlich, weil ich immer die Beobachtung gemacht habe, dass nicht jede Mutter jedes fremde Ferkel so ganz einfach akzeptiert. Also da gibt es große Unterschiede. Bis dahin, dass einfach Sauen, die brauchen tatsächlich fast am halben Tag, bis das Ferkel akzeptieren. Also ich mag es dann, wenn ich große Würfe habe und ich habe einen Wurf daneben, dann bloß mit 7, 8, 9 Würfen, dann gleicht man aus, die größeren Ferkel weg und zu der Sau hin. Das bringt natürlich schon einen Vorteil, weil man tatsächlich mehr Ferkel durchbringt. Das ist halt der Vorteil, wenn man keine 16 Ferkel bei der Sau hat, dann sieht die nach 11,5 Wochen Zeugen so aus. Wer das noch nie gemacht hat, man kann anfangen mit einer Bewegungswucht. Man sollte vielleicht mit 2, 3 Wuchten einfach mal Sachen probieren. Die Stände mal ausbauen und dann wirklich mal seine eigenen Tiere beobachten, wie sie sich verhalten. Das gibt immer wieder eigene Schlüsse, die man ziehen kann daraus und nicht sofort mit 72 Abwehrgebuchten anzufangen wie wir. Das war ein Risiko. Wir haben es nicht bereut, dass wir es gemacht haben. Aber ich glaube, die Empfehlung wäre wirklich zu schauen, mit 2 Buchten mal anzufangen und sich dann weiterzuentwickeln, über eine Bewegungsbucht vielleicht dann zum freien Abwerken zu kommen. Wir können einfach nur sagen, Fazit nach 8 Jahren freien Abwerken. Unsere Damen im Stall, unsere Sauen lieben das und wir haben noch keine Minute bereut, dass wir es gemacht haben. Wir bekommen für dieses Ferkel, was wir produzieren, deutlich mehr als jemand, der konventionell im Stall produziert. So lassen sich diese Verluste, die da in der frühen Produktion entstehen, mehr als in der konventionellen, natürlich dann auch ertragen. Aber wenn ich schon, ich sag mal, in diese Euro-Bereiche komme und wirklich auch scharf rechnen muss, um weiter produzieren zu dürfen, dann ist es wirklich immer das Problem, dass jedes Ferkel auch mit muss, damit der Landwirt weiter seinen Beruf ausüben kann. Die Ausstiegszeit ist ja schon gewählt jetzt oder festgesetzt und ist ja auch über einen längeren Zeitraum gewählt. Und es wird auch Lösungen geben. Also Veränderungen gibt es immer und man muss auch bereit sein, sich mit den Veränderungen zu stellen und auch sich anzupassen. Und es wird funktionieren, bin ich mir sicher. Es wird nur anders werden für die Praktiker und auch für die Tiere.
Vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren und klickt auf das Glockensymbol, damit ihr in Zukunft kein Video mehr verpasst. Wenn euch unser Tutorial gefallen hat, dann lasst uns ein Like da. Wir bedanken uns bei allen, die dieses Projekt ermöglichen und uns bei der Umsetzung unterstützen und begleiten.